Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Und ich muss es gleich am Anfang sagen, denn es schoss mir die ganze Zeit durch den Kopf, als ich dieses Buch gelesen hatte. Und es klingt vielleicht ein bisschen rotzig und ein bisschen, ja, lax. Aber ich muss es einfach sagen, Alter, wie geil war das denn? Dieses Buch, unglaublich, es hat mich geflasht. Ich hätte niemals damit gerechnet, was mich in diesem Buch erwartet hat. Unglaublich, und zwar geht es um dieses hier, Schlimmes Ende von Philippa Dark. Ich kann eigentlich nur den Kopf darüber schütteln. Ich habe das gesehen beim Lila Eulenkind. Ich habe eine Rezension dazu gemacht und habe gedacht, das könnte was für mich sein. Ja, ich kaufe es mir mal. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der so über lustige Sachen in Büchern so richtig laut lacht oder so. Ich schmunze dann mehr darüber oder denke, oh ja, es ist ja voll witzig. Aber dieses Buch, herrlich, absolut herrlich. Es geht um Eddie Dickens. Da seht ihr ihn. Eddie Dickens' Eltern sind sehr krank. Sie sind gelb und ganz wellig an den Rändern und riechen nach alten Wärmflaschen. Und da sie ein bisschen besorgt um ihren Sohn sind, schicken sie ihn einfach nach Schlimmes Ende. Schlimmes Ende, oder sie wollen ihn nach Schlimmes Ende schicken. Schlimmes Ende ist der Wohnsitz vom wahnsinnigen Onkel Jack und der wahnsinnigen Tante Maud und dem ausgestopften Wesen Malcolm. Oder auch Sally, man weiß es nicht so genau. Ja. Und Eddie wird von seinen Großtanten, Großonkel, von diesen beiden jedenfalls abgeholt. Und die ganze Geschichte ist eigentlich diese ganze lange Kutschfahrt, die sie unternehmen nach Schlimmes Ende, in dem sie auch gar nicht überhaupt jemals ankommen. Es ist unglaublich. Unterwegs begegnen sie allerhand skurrilen Gestalten, zum Beispiel dem Theaterdirektor Mr. Pumbus Snook. Mr. Pumbus Snook verwandelt sich in der Zeit in seine Rolle in die Kaiserin von ganz China und verlangt von Eddie, dass er sich in den armen kleinen weißen Jungen reinspielt quasi. Und wie es der Zufall so will, wird natürlich ein kleiner weißer Junge gesucht, der ausgebrochen ist. Und deswegen wird Eddie von einem Gendarm aufgegriffen, von einem Greifer, und ins Waisenhaus gesteckt. Und Eddie hat nach dieser ganzen langen, bescheuerten Kutschfahrt und von seinem wahnsinnigen Onkel Jack und seiner wahnsinnigen Tante Maud so die Schnauze voll, dass er einfach die Heimleiterin überlistet, überrumpelt und einsperrt und alle anderen Kinder befreit. Tja, währenddessen können seine Eltern auch irgendwie geheilt werden. Wie, verrate ich euch nicht, aber es ist sehr skurril und eigentlich geht dieses ganze Buch über diese Kutschfahrt und es ist einfach so bescheuert, sage ich jetzt mal. Es ist die beste Nonsensgeschichte, die ich seit Alice im Wunderland gelesen habe, wirklich. So viel Nonsens und so viel Blödsinn. Ich habe nicht gesagt, dass das besser ist als Alice im Wunderland, aber es hat mich stark, stark, stark amüsiert. Auch in dieser, diese Zeichnungen sind ja auch ganz, ganz toll und so skurril. Kann ich jetzt mal kurz eine zeigen. Das hier ist zum Beispiel Mr. Pumbus Snook mit der wahnsinnigen Tante Maud. Ist das Wesel zu sehen? Ja, das Wesel. Und Eddie, der schon ziemlich angepisst ist. Ja, es ist sehr, sehr lustig und um einen Vorgeschmack von diesem Wahnsinn zu geben, der sich über 126 Seiten hindurchzieht, erzähle ich euch eine Episode daraus. Und zwar möchte Tante Maud während der Kutschfahrt gerne wissen, wie spät es ist. Eddie sagt ihr, dass er keine Uhr dabei hat. Naja, macht nichts. Tante Maud kramt in ihrer Tasche und gibt ihm ihre Uhr. Und Eddie sagt ihr die Zeit und will die Uhr zurückgeben. Dann sagt Tante Maud, nein, das kann ich nicht annehmen, das ist hochwertiges Silber und ach du kleiner Junge, das kann ich dir nicht wegnehmen und ach behalt sie und nein, kann ich nicht annehmen. So, Eddie schon packt die Uhr in seine Tasche, plötzlich schreit Tante Maud aus, du Dieb, gib die Uhr wieder her, du Dieb. Und Eddie schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so geht ihr die Uhr wieder und sie, ach du kleiner Junge, das ist aber ein liebes Geschenk und so, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nimmt die Uhr und schmeißt sie aus dem Kutschenfenster und bezeichnet die Uhr noch als unnützes Zeug. Ja. Was will man dazu sagen? Also dieses Buch hat mich absolut geflasht. Ich habe mir auch sogleich die anderen fünf, glaube ich, ne? Ja. Also ich bestelle sie mir jetzt nach und nach. Jetzt habe ich erstmal den nächsten Teil bestellt. Ja, es ist ja schon, es sind 6 Bücher und es nennt sich immer die Eddie Dickens Trilogie. Wisst ihr Bescheid. Es ist jedenfalls absolut witzig. Ich war absolut begeistert. Ich hätte es niemals erwartet und ich freue mich absolut auf die nächsten Bände. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn. Tschüss.